Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir kehren zu unserer Frau zurück. Letztes Mal haben wir ja der Schlange ihr Ende bereitet und heute müssen wir wieder hier schön hochklettern und runterspringen in den Brunnen oder ins Versteck, wenn man es ein bisschen weiter ausführen möchte. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Ja, das war eine letzte schöne Dialogzeile. Meine Frau, meine Frau. Die. Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel. Ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren Sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Ja, Aya. Wir brauchen Aya. Auf geht's. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Alles klar. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Okay, das war leicht. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Okay. Da legt man uns Steine in den Weg, indem man uns keine Steine in den Weg legt. Ich gehe wieder rein. Boah. Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber... Je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Ah, jetzt können wir auch endlich klettern. Für den portablen Animus ist immer noch scheiße. Sehr gut. Du hast trotzdem gerne dran gearbeitet. Ich finde es eigentlich ziemlich interessant, dass man jetzt quasi eine Frau spielt, die einen Mann verkörpert.
Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Okay, auf geht's. Möchten wir in den Animus zurückkehren? Ja, so viel mehr gibt's hier nichts zu tun, oder? Okay, weiter geht's. Mal schauen, wie die Geschichte jetzt fortgeführt wird. Ja, also grundsätzlich... Ich sag's doch, der Animus hat Ayas DNA noch nicht verarbeitet. Gut, gut. Okay, grundsätzlich würde das natürlich ein bisschen Freiraum geben, dass man eventuell auch Ayas... Perspektive so ein bisschen nachempfinden kann. Zumindest, wenn sie der Nachfahr auch von Aya ist, weil ich glaube... Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Okay, also was ich gerade sagen wollte, das würde natürlich ein bisschen Potenzial bieten, dass man Ayas Sicht auf die Dinge auch sieht. Meines Wissens nach war es ja sowieso so, dass der Animus, zumindest in den ersten Teilen war es so, nur die Erinnerungen von Vorfahren wiedergeben kann. Und wenn sie quasi von Aya und Bayek abstammt, dann könnte es ja sein, dass quasi... Wie soll ich hier runter eigentlich? Ich glaube, ein Sprung wäre hier eine etwas dumme Idee. Ja, komm, dann machen wir ihn halt. Sogar hier Leben verloren. Na gut, hat funktioniert. Aber ja, vielleicht folgt es ja in den nächsten Teilen. Ansonsten muss ich sagen, die Story... Gut, manche Dialoge sind ein bisschen platt. Grundsätzlich finde ich, es ist aber eine Assassin's Creed-typische Story. Also es ist jetzt nicht weit über dem, was ich erwartet habe. Aber es enttäuscht auch nicht. Also es ist relativ erwartbar. Aber auch mal ganz angenehm. Ich finde es halt ganz schön, dass Assassin's Creed ein, zwei Jährchen Pause gemacht hat. Und jetzt quasi nochmal so ein bisschen... polierter wirkt, finde ich. Jetzt gerade ist so ein bisschen die Bildrate nicht ganz flüssig. Es könnte daran liegen, dass ich gerade eben einen Rendering-Prozess hatte und nach diesem meinen PC nicht neu gestartet habe. Da macht er manchmal ein paar Probleme, weil da noch so Restdaten irgendwo zwischenlagern. Oh nein. Alter, lass dich doch nicht so fallen, einfach. Vor allem, wenn du so viel Leben verlierst, nicht. Ja, ich weiß auch nicht warum, weil eigentlich sollte der Arbeitsspeicher dafür genügen, dass ich da problemlos alles Mögliche zwischenlagern kann und alles andere sollte eigentlich auch stark genug sein. Aber ja. Ja, ansonsten rein optisch wunderschönes Spiel. Kann sich auch mal kurz umsehen. Also im Detail vielleicht hin und wieder ein bisschen komisch. Wenn man sich das ein oder andere anschaut, also zum Beispiel hier das Blätterdach, wenn ich mir das anschaue, so, sieht nicht ganz so geil aus. Aber wenn man beispielsweise an der Fassade hochklettert, dann
sieht das schon richtig, richtig geil aus. Vor allem sind manche Gebäude halt wirklich richtig stark. Okay, es geht aus der Stadt raus. Dann können wir ja mal unser Pferdchen rufen. Oh, hi. Novos Canopos. Und wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Ja, es geht weiter in Richtung Osten. Alles klar. Die alten Zeiten, auch in einem Nebenquest können wir da starten. Drachmen auf Prasina. Und mit dem Gewinn werde ich allen ein Bier ausgeben. Das ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin. Das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Sein Name war Igor. Sehr gut. Als würde er wissen, was wir hier auf dem Channel sonst so treiben. Die alten Zeiten, direkt hinten dran. Seine Siege gezählt haben, statt seiner Jahre. Hielt ihn für alt und nahm ihn uns in seinem... Senefer, bist du das? Bayek, der griesgrämige Sivana. Ich heiße jetzt Claridas. Was treibt dich denn hierher? Ikarus war tausendmal besser als du. Wer wird euch Grüne jetzt anführen, Malakia? Du saugst doch an der Zitze. Du glaubst, du bist reif für den Cursus Magnus? Du Pferdeschiss! Lasst Nikias in Ruhe. Ikarus Tod war ein düsterer Tag für uns. Lasst ihn in Frieden trauern. Also. Ist Aya bei dir? Ah, hey. Ich bin allein. Ich habe nur gefragt. Ah, frag doch meinen Fuß. Vergiss es. Triff uns dann in der Taverne. Hm? Okay, alles klärchen. Ne, Taverne, die fast einen halben Kilometer oder über einen halben Kilometer weg ist sogar. Aber hier der Ort gerade eben. Auch hier, also jetzt allein schon mal die Lichtstimmung, ja. Du kommst hier gerade rein. Es ist echt krass. Und vor allem, wenn man sich die Wände mal anschaut. Aus Entfernung, aus der etwas weiteren Entfernung sah es wunderschön aus. Und jetzt... Ja, also das ist so ein Gebäude, wo ich es im Detail nicht so krass finde. Aber gerade eben, als wir zu Aya hochgeklettert sind, das könnt ihr euch gerne mal nochmal anschauen. Ich finde, die Texturen wirken unheimlich natürlich. Und gut, das Niveau ist nicht permanent bei diesem quasi fast schon fotorealistischen oder allgemein das Foto kann man da fast schon weglassen. Aber es ist meistens da und es hat allgemein sehr hohes Niveau. So, hey Kleiner.
Ich möchte aber ganz kurz nochmal auf die Minimap gucken. Damit wir mal sehen, wie weit wir denn bis jetzt gekommen sind. Nämlich nicht so weit, ne? Also wenn ihr euch das mal anschaut, hier zwei Seen. Und hier geht's noch rechts weiter. Eieieiei, also vom Gesamtgebiet her haben wir hier vielleicht ein Sechstel, ein Achtel gesehen. Gut, in der Wüste hier beispielsweise passiert vielleicht nicht so viel, aber... Was ist denn hier los? Weg den Gegner ab! Ich mach weiter! Okay, wer auch immer da gerade gegeneinander kämpft, braucht uns nicht zu interessieren. Find's interessant, dass hier sowas passiert gerade einfach so. Hey, kleines Kind, Vorsicht. Na, wen haben wir hier denn? Oh je. Mein Leben ist Nebet. Welche Trauer plagt dich? Wir kamen, um Ikarus anzubeten. Wir wollten ihm opfern, damit er auch im nächsten Leben siegreich sein kann. Aber... Ganz ruhig. Ich höre dir ja zu. Blaue Schläger griffen uns an. Sie haben uns verspottet. Und als mein Halius ihnen ins Gesicht spuckte, erschlugen sie ihn. Er ist tot. Dann nahmen sie die Büste von Ikarus und flohen. Und mein jüngerer Sohn, Ikarius, ist Richtung Küste gelaufen, um die blauen Dämonen zu jagen. Ich fürchte, sie bringen ihn auch um. Wir wollten unseren Helden betrauern. Und nun ist meine Familie zerstört. Bitte, Medjay, rette meinen letzten Sohn. Lass sein Leben nicht auch heute enden. Geh besser nach Hause. Ruh dich aus. Ich finde ihn und bringe ihn zurück zu dir. Alles klar. Welches Level bräuchten wir dafür? Können wir gerne machen. Aber vielleicht liegt die Taverne, genau. Ja, ich wollte gerade nochmal... Ja, die Taverne liegt auf dem Weg. Und deswegen gehen wir hier erstmal hin. Ich sah dich letzten Monat, als fünf Wagen in der Kurve zusammenstießen. Und ich sagte, ich habe nicht von deinem Schwein gesprochen, sondern von deinem Weib. Oh, Bayek. Wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? Oder mehr? Du hast Siva schon lange verlassen, ha? Einen neuen Namen hast du auch. Ich musste. Claridas ist ein viel besserer Name für das Hippodrom. Erinnerst du dich an die Pferde damals in Siva? Ha? Oh, die Klepper? Hätte nicht gedacht, dass du je wieder da rauskommst. Siva. Klein, arm und hässlich. Das einzig Schöne dort war Aya. Hat es sich verändert? Oder sie? Dinge ändern sich. Auch Menschen. Ich brauche mehr zu trinken. Verzeiht, Neb. Ich hörte Claridas sagen, ihr werdet früher Rennen gefahren. Mein Vater unterstützt die Grünen von Prasina. Und wir brauchen dringend einen guten Lenker. Ich bin nur hier, um zu trinken und zu vergessen. Lass ihn in Ruhe, Nikias. Wir trinken heute echte Männer. Bayek, komm.
Ich zeige dir etwas Inspirierendes. Hä? Ah, so ein leichter Betrunkenheitseffekt. Wohin führst du mich, Senefer? Bitte, Claridas. Ich bin schon lange nicht mehr Senefer. Ah, warum der neue Name? Um im Hippodrom erfolgreich zu sein, müssen dich die griechischen Häuser akzeptieren. Also, ein griechischer Name. Du gabst deinen Namen auf, deine Heimat. Siva bedeutet mir nichts. Die Griechen sehen auf uns herab, aber scheiß drauf. Ich esse und trinke gut mit meinen Gewinnen. Bewegung, los! Was denkst du dir dabei? Gib den Weg. Okay. Halbtrunken geht's hier gerade die Straße entlang. Ich hätte nicht den Ehrgeiz, im Hippodrom rennen zu. Du? Nein, niemals. Die jubeln für mich. Außerdem bräuchtest du einen Sponsor und unsere Götter haben nie irgendwas für mich getan. Sei froh, dass ich fortging. Wäre ich geblieben, wäre Aya die meine. Du bist betrunken. Und ein Arsch. Du weißt ja nicht, was ich aufgegeben habe. Oh, die Welt ist hart. Du hast damals immer auf mich herabgesehen. Hieltest dich für was Besseres. Ich habe nie... Ist doch egal. Jetzt bin ich berühmt. Zu welchem Preis? Du gabst deinen Namen, deine Heimat, deine Götter auf. Es war deine Wahl. Und es brachte mir so viel Geld und Frauen, wie ich will. Du wolltest immer berühmt sein. Aber das treibt nicht uns alle an. Und du wolltest immer nur Aya und kleine Bajex. Warum hast du deinen Traum aufgegeben? Genug. Wow. Alt. Und ich brauche eine Abkühlung. Das Bier schlägt härter zu als du. Was in Dionysos Namen hattest du letzte Nacht mit Nikias zu besprechen? Nikias? Wer? Komm mir nicht so. Ich hab's gesehen. Was denn? Glaubst du, sein Vater nimmt dich einfach so in die grüne Mannschaft von Prasina auf? Glaubst du, du könntest einfach so losfahren und Rennen gewinnen, ohne Übung, ohne Talent? Verpiss dich doch! Vielleicht sollte ich zu diesem Nikias gehen und hören, was er mir anbietet. Wenn du siegen kannst, Clary, das kann es nicht so schwer sein. Du solltest vorher beten. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, um im Hippodrom zu überleben. Die Götter werden uns zusehen und entscheiden. Du hast deine Götter, ich hab meine. Wir werden sehen, wer von uns den Ruhm einfährt. Genug geredet. Sollen die Götter dich im Hippodrom beurteilen? Alles klar. Ja, wirkte am Anfang ja schon etwas nett, der Kollege. Wow, geiles Schiff. Richtig schönes Segel. Holy moly. Ja, wirkte am Anfang ja schon ziemlich nett, aber später super arrogant. Sehr zickig. Und, ja, keine Ahnung. Ich finde ihn jetzt nicht unbedingt so sympathisch. Ja, Leute, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall... Wir haben jetzt 1000
Punkte bekommen. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall mit dem Questen weitermachen. Jetzt allerdings zwei Fähigkeitenpunkte, die wir nutzen können. Was können wir denn hier unter anderem machen? Bogenraserei ist grundsätzlich sehr stark. Höchstleistungs-EP, Angriff und Stoß, erweiterte Combo. Machen wir. Dann können wir 4 Angriffe nacheinander wagen. Ja, und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Und nächstes Mal sehen wir uns wieder bei Assassin's Creed Origins. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.